Ach, komm schon. Warum kommen die auf... Ja, natürlich. Na, oh, pick doch deine Mutter ins Knie, du hurengefickter Fotzenpenis! Hör doch auf nachzuladen, nimm doch einfach irgendwas und hau drauf! Alter! Was gut? Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Hack mir doch die Rosette wund, ey. Verdammte Schwanzmaden, da kriegst du auch echt einen Plack in beiden Eiern, ey. Meine Güte. Ja, wer hätte ja sein können, dass da auf einmal sowas Kernbehindertes wieder rauskommt, ey. Könnt mir wenigstens eine Werkbank geben, dass ich mal was verbessern kann. Hör, Schwanzi Dog. Warum habe ich eigentlich der Ellie meinen Bogen gegeben? Natürlich, jetzt ist jetzt voll. Muss ich hier lang? Es waren viele hier. Leute, meine ich. Sieht so aus. Werkzeugstufe 3. Na, immerhin etwas. Immerhin etwas. Wo kann ich jetzt benutzen? Gar nicht mehr. Da kommt bestimmt irgendeiner. Okay. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ja, doch, der Baseballschläger hält. 2, 3, 4, 5, 6. Aber der ist verbessert. Das ist schon mal gut. Du wolltest es spielen. Ich habe euch gefragt. Okay, Dixie Close. Hat sich gerade angehört, als würde da ein Schwein rumeiern. Was kann ich denn craften? Das hier. Vielleicht gar nicht mal schlecht. Erstmal sicher gehen, dass alles nachgeladen ist. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Schau dir das an. Wie in der Schule. Das ist auch schön. Warum hat es sie erwischt? Scheint über sie. Wenn ich das wüsste, sie haben sowas nicht verdient. A, B, C, D, E, F, G, jetzt kack ich mal schnell in Schnee. Dann kommt noch das S und T, das finde ich auch unso schön. Danny, ich, unsere ja. Beschützer. Na, oh, super. So lerne ich mein A, B, C.
wenn ich auch nach Hause gehe. Das war knapp. Na bitte. Gut gemacht. Spiel wäre, es wäre genial gewesen, wenn das Spiel theoretisch so weit gegangen wäre. Sprich, ich stehe jetzt 5 Meter oder 2 Meter, einen halben Meter weiter rechts, kriegt das. Ist das Ellie? Na los. Warum habe ich keinen Bogen? Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank! Wir müssen schnell weiter! Durchgang, da drüben! Sam! Na toll. Es sind viel zu viele! Ellie, geh weg von der Tür! Und jetzt aber schnell los hier. Ja, siehst du, keine 5 Minuten geht er mit mir mit, schon weiß der Junge, was abgeht. Guter Mann. Komm, Edel, komm, Ellie, auf, los. Hallo? Achso, ja. Wir sind ja Gentlemen. Yo, so würde ich aber da nicht runterspringen. Auch wenn wir es eilig haben. Lass mich raten, ich muss hier irgendwie. Seite auf. Mach schnell! Hey, na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Los! Achtung! Mist. Dann mal los. Na komm schon! Aus hier, los! Aber auf! Ich hab keine Ahnung, was da abging. Frische Luft! Gott sei Dank. Seht mal da! Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Muss mal kurz Pipi machen. Also Chupa Chups Mango Flavor Sparkling Drink ist nicht so lecker. Es geht, aber ja, gibt Besseres. So. Weißt du, was schön wäre, wenn man irgendwo einen Story-Fortschritt hätte? Wo ist der Turm? Wir sind nah. Komm, na los. Du, Schokokrossis Crunchy Ball, Vollmilch. Da bin ich mal gespannt. Hey, wie geht's dir, Kleiner?
Das war echt knapp, hä? Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Oh, fuck. Ja. Ich glaube, das war ein Fehler. Die schmecken so gut. Gibt hier irgendwas? Kann ich da durch? Nee, ne? Gut. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Um unserem Ziel etwas näher. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Das ist doch schön. Ziemlich heftig, ha? Oh ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, ich. Meine Freundin, Marie, wollte, dass er mich zu den Feierkreis bringt. Gut zu verstehen. Ja, und jetzt. Jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, Joel? Du kommandierst mich herum, ist klar, ne? Ist klar, Ellie. Interessant, jetzt gibt es also wieder ganz viele. Was ist das? Na gut. Oh, schade, ich dachte, ich könnte jetzt die ganzen Häuser abgrasen. Das hätte mir jetzt gefallen sogar. Weil ich bin ja echt so ein... I have a gun. You loot, I shoot. Ja, ist okay. Kann man mal machen. Ich war erst 5, als der Cordyceps kam. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnen. Was weißt du noch? Meine Eltern gaben gerne große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an die... Oh. Wenn ich jetzt falschen Knopf gedrückt hätte. Ich bin ehrlich, mit diesen verschiedenen... Aber mit diesen verschiedenen... Steuerungen ist das echt übel. Von hier kam ich doch. I'm armored, no trespassing. Können wir die Hunde nicht... Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Kann ich nicht rein und gucken, ob da irgendwas drin ist? Aber ich glaube, der ist jetzt nicht wieder so ein komischer Dreckshund, den wir killen müssen. Oh, Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Was ist das? Oh, das
Das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Dann ja, in die Werkbank. Ich kann den Bogen verbessern, aber ich hab ihn nicht. Das lief sogar ziemlich gut. Ich konnte einiges verbessern. Das gefällt mir. Jetzt will ich nochmal gucken, ob wir wirklich zu den Hundis müssen oder ob wir die wirklich so ein bisschen umgehen können. Weil wenn die wilden Hunde uns angreifen, habe ich jetzt eigentlich keine Lust, diese zu killen. Weil wir immer noch einen ganz lieben Hundeliebhaber hier bei uns haben. Ja, sogar ein paar mehr. Warte mal, wie viele Verbesserungssachen habe ich denn? Könnte ich das irgendwo sehen? Nämlich gucken, ob ich vielleicht doch noch einmal zurück zur Werkbank gehe. Am liebsten würde ich ja echt alle Häuser Stück für Stück abgrasen. Weil ich einfach weiß, dass da bestimmt irgendwas noch auffindbar ist. Und wenn es nur ein halbes Ducktape ist. Nein, machen wir nicht. Nur wenn sie uns angreifen. Guckt. Oh, guck mal. Die Leute haben hier also gewohnt. Es war wohl eine ganz liebe Familie. Auf so einem Fernseher habe ich zum ersten Mal GameCube gespielt. Kara, du bist der Mann im Haus. Solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffne niemanden die Tür, spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Oh nein. Oh nein, das war nicht schön. Hört sich nicht gut an. Aha, wer war das denn? Pferde! Hotte Hüß! Eigentlich will ich da runter. Okay, die hauen ab.
Bash. Okay, hier war also ein Sportler-Fan. Basketball, Karate etc. Also generell Sport, Dart, war so ein Freizeitzimmer. Verstehe. Hat sonst noch jemand Hunger? Immer. Ja. Hey, Leute. Wir machen am Punkt und Pause. Okay. Cocktails, interessant. Hier geht's bestimmt weiter. Aber ich will noch das erste Dingsbums erkunden. Eine offene Tür, mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen, und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich in dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Oh nein. Kinder sind also gestorben. Ellie! Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Das sind also drei Stockwerke. Was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, was Fertigungszeit ist. Toll. Klebebänder muss ich halt... Warum ist hier ein Tresor, den ich nicht aufmachen kann? Die Kombination ist erforderlich. Aha. Kombination ist erforderlich. Das bedeutet, irgendwo ist doch ein Hinweis. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Ich glaube nicht, die verstecken das einfach viel zu krass. Die verstecken das einfach viel zu hart. Warum kann ich denn? Habe ich denn so wenig Munition? Ich bin einfach schlecht, okay? Acht einundzwanzig sechsunddreißig. Okay. Ich habe den Bogen also doch noch. Das ist gut. 8, 21, 36. Muss ich den eingeben? Ah ne, geht von selbst. Das war gut. Hat sich gelohnt. Das Häuschen. Hey Sam. Komm, es geht weiter. So, die Kinder spielen Darts. Das ist gut. Kann ich das nicht aufmachen? Warum nicht? Deckung! Scheiß Scharfschütze. Wo ist das hin? Irgendwo da hinten.
Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Au! Au! So viel zum Thema Ablenken. Sollten die den nicht ablenken? Ich finde dich, Arschloch! Wo ist dieser Typ? Ja, was hast du drauf, Mann? Oh, verdammt! Okay, das war lustig. Oh, scheiße. Könnten die Hunde benutzen. Schläger könntest du einsammeln. Ja, aber ich habe ja schon einen Schläger. Komm, du hast schon zweimal auf mich geschossen, du Arschloch. Ich glaube nicht, dass du ein Ehrenwort hast, du Pissnelke. Ja, die Hunde im Hintergrund, aber kann ich mir nicht zunutze machen? Ja, da seid ihr. Au. Ja, es ist mir zu viel Geschleiche aktuell. Wechsle ich das mal? Natürlich erwischt er mich. Dieser elende Fotzenknilch. Zutritt verboten, Mann! Natürlich, er muss mich natürlich dauerhaft treffen. Gib mir Deckung! Oh,
Alter, diese hurengefickte Fickficker, ey. Kann's übertreiben. Dieser verfickte Bumsnudel, ey. Kann ich den denn nicht ausräuchern? Weil er dürfte eigentlich nicht mehr so viel haben. Was habt ihr hier zu suchen? Nee, eigentlich... Ihr hättet nicht auf uns schießen müssen! Vollidioten! Ich weiß, dass du da stehst. Ich werde hier suchen. Ausschwärmen. Hier drüben! So. Sind die Hunde wirklich verwildert gewesen? Warum kann ich die nicht sehen? Gut. Muss ich eigentlich nur noch ganz still die Treppe hoch und diesen Lappen vor den Karren spucken. Aber die kommen ja aus irgendwoher. Also dementsprechend weiß ich nicht, ob da noch irgendwo was kommt.
Er müsste doch hier irgendwo sein. Vollidiot. Er hat uns einfach nur in Ruhe lassen müssen. Na toll. Entschuldigung.